Television Zwickau. Deine Region im Bild. Zwickauer Energieversorgung. Mit Strom, Erdgas, Wärme sorgen wir für Ihr Wohlbehagen. Das regionale Abendmagazin. Heute im Studio Carsten Riedel. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Tag Aktuell. Wir starten in eine kurze Woche. Hier ist die Übersicht für unsere heutige Sendung. Kita Hartmannsdorf strahlt mit neuer Fassade. Wasserwerke weihen neue Infotafel ein. Und hitziger Saisonauftakt. RSC Rollis Zwickau besiegen Manhattan Skywheelers in der letzten Sekunde. Doch dazu etwas später in unserer heutigen Ausgabe, nämlich beim Sport. Seit 2008 stellt sich Oberbürgermeisterin Dr. Pia Findeis auch in Einwohnerversammlungen regelmäßig den Fragen der Bürger. Morgen ab 18 Uhr sind insbesondere die Bewohner von Krossen, Hartmannsdorf, Mosel, Niederhohendorf, Oberrotenbach, Schlunzig und Schneppendorf zur nächsten Einwohnerversammlung in die Sporthalle Mosel eingeladen. Weitere Veranstaltungen sind am 17. Oktober, am 7. November sowie am 4. Dezember geplant. Mit einem Kinderfest hat die Kindertagesstätte Hartmannsdorf am Freitag ihr 60-jähriges Bestehen gefeiert. Gleichzeitig gab es auch einen Tag der offenen Tür. Dabei hatten die Besucher die Möglichkeit, die neu gestalteten Außenanlagen und Gruppenräume zu besichtigen. Das Angebot haben die Hartmannsdorfer gern angenommen und sie konnten sich davon überzeugen, wie viel in den vergangenen Monaten gebaut wurde auf dem Gelände der Einrichtung. In diesem Jahr wurde unser freie Gelände. Wir haben ein sehr großes Freigelände von 3600 Quadratmetern und wir haben da eine befestigte Fläche, praktisch eine asphaltierte Strecke gebaut für unsere Kinder, dass sie mit Inlineskater fahren können, dass Kinder mit Fahrzeugen, mit Laufrollern, also dass wirklich dem Bewegungsdrang der Kinder, dass wir dem Bewegungsdrang der Kinder gerecht werden. Und es wurde auch unser Fußballplatz erneuert. Wir sind eine bewegte Einrichtung. Unsere Kinder, wir nutzen gemeinsam Kindergarten und Schulkinder unser Außengelände. Wir spielen sehr gerne im Freien. Die Kinder spielen Fußball, spielen auch im Verein Nachmittag. Und da wollen wir schon den Grundstein legen für die Vereinsarbeit. Und im Rahmen 60 Jahre Kindergarten haben wir zusätzlich noch unter dem Dach ein Zimmer ausgebaut für die Vorschulgruppe, für unsere Schlaumäuse. Die Bauarbeiten waren nicht zuletzt durch das Engagement der Hartmannsdorfer Bürgermeisterin Kerstin Nikolaus möglich geworden. Sie hat am Rande der Festveranstaltung verraten, wie viel investiert wurde. Also wir haben 350.000 Euro verbaut und davon sind 70% Mittel von ILE, integriertes Entwicklungskonzept. Das andere sind eigene Mittel der Gemeinde. Es war nicht einfach nur ein Schul- und Kinderfest. Auf dem Gelände der Kindertagesstätte lief ein regelrechtes Volksfest. Kaum ein Verein des Ortes war nicht dabei vertreten. Es sind schon die Kaninchenzüchter da, dann auch Dachdeckerfirma haben auch schon einen Stand aufgebaut. Und natürlich auch Tauchclub Flipper sind mit dabei. Wir haben auch einen Streichelzoo, wir haben auch ein Kälbchen vor Ort. Und es kommen noch die Klöppelfrauen vom Heimatverein und eine Spinnfrau noch dazu. Und wir haben ja auch einen Förderverein, Kindertagesstätte Grundschule. Und der Förderverein übernimmt immer die ganze Essenversorgung bei solchen Festen und die Organisation. Und wir sind in einem guten Miteinander und sind auch sehr froh, dass auch uns die Bürgermeisterin und der Gemeinderat in allen unseren Belangen unterstützt. Höhepunkt des Tages war neben dem Bühnenprogramm mit den Kindern des Ortes natürlich auch das feierliche Durchschneiden des weiß-grünen Bandes. Aber viel war davon nicht zu erkennen. So dicht gedrängt waren die Kinder, um diesen Moment nicht zu verpassen. Wegen des Feiertags am Mittwoch verschiebt sich im Landkreis und in der Stadt die Abfallentsorgung. Leerungen, die für den 3. Oktober vorgesehen waren, werden am Donnerstag durchgeführt. Die Abfallbehälter sind dennoch am eigentlichen Leerungstag wie gewohnt bis 7 Uhr bereitzustellen.
Die Wasserwerke Zwickau haben an der Werdauer Straße heute ihr neu gestaltetes Regenrückhaltebecken präsentiert. Es befindet sich direkt an der Straßenbahnhaltestelle Verwaltungszentrum und bietet Passanten die Möglichkeit, sich über die ansonsten unsichtbare Anlage zu informieren. Von der Straße aus ist die Abwasseranlage nun durch das neu gestaltete Häuschen erkennbar. Der Reinsdorfer Graffiti-Künstler Sven Gerisch hat die Fassade in den Farben der Wasserwerke besprüht. Der weitaus größte Teil des Regenrückhaltebeckens befindet sich aber unter Tage. Die Anlage ist dazu da, um Regenwasser, was bei Starkregen niedergeht, zu speichern und die Straßen und Häuser vor Überflutung zu schützen. Andernfalls würde es ja dann doch aus den Kanaldeckern rauskommen. Das Einzugsgebiet umfasst ca. 32 Hektar und liegt am Hang. Wenn es stark regnet, sammeln sich enorme Wassermassen, deren man erstmal Herr werden muss. Deshalb gibt es oberhalb des Beckens zunächst einen Abwasserkanal oder, wie der Fachmann sagt, einen Sammler. Der liegt in der Marienthaler Straße, es hat einen eiförmigen Querschnitt und ist 1,35 Meter hoch, 70 cm breit. Der ist abgefangen worden mit einem großen Betonprofil, geht bis in das Becken rein und läuft durch ein Rohr plötzlich nur 40 cm Durchmesser. Das ist bei Trockenwetter die gesamte Wassermenge von den Stadtteilen Marienthal und bis hoch zum Windberg. So, und wenn es regnet, wird es natürlich mehr, staut auf und läuft dann aus einem Überlauf in das Becken und das Becken läuft voll. Und wenn der Regen dann aufhört, dann wird das wieder zurück in die Kanalisation gepumpt und fließt Richtung Kläranlage. Darüber können sich die Passanten nun an der neuen Infotafel informieren, die auch anhand einer Grafik verdeutlicht, wie aufwendig Abwasserbehandlung ist. Und es soll unterhalb der Anlage sogar noch weitergebaut werden. Die Stadt Zwickau plant für den Marienthaler Bach, weil ich, wie gesagt, schon erwähnte, dass der einzige Bach für dieses gesamte Areal ist, ein Rückhaltebecken, weil es auch klar ist, dass bei Starkregen der Marienthaler Bach sehr viel Wasser aufnehmen muss. Und da ist hier ein Becken geplant in dem Gelände. Und unser Becken, unser Auslauf ist schon darauf ausgerichtet. In ganz Zwickau gibt es übrigens 60 solcher Regenüberlaufbecken. Die fassen alle zusammen 33.000 Kubikmeter Wasser. Das entspricht fast der siebenfachen Größe aller Schwimmbecken des 04-Bades. Bereits zum siebten Mal wird in diesem Jahr die Aktion Weihnachten im Schuhkarton, die weltweit größte Geschenkaktion für Kinder in Not in Meerane, durchgeführt. Den Startschuss für die Aktion gab die Stadtverwaltung Meerane heute. Im Bürgerbüro können bis zum 15. November die Geschenkkartons abgegeben werden. Wer ein Geschenkpaket packen möchte, sollte einige wichtige Hinweise beachten, über die eine kleine Broschüre des Vereins Geschenke der Hoffnung informiert. Diese Broschüre liegt ab Oktober im Bürgerbüro und in verschiedenen Geschäften in Meerane kostenlos aus. Das Gewerbegebiet Reinsdorf ist um ein weiteres Unternehmen reicher. Auf einer der neu entstandenen Flächen in Richtung Autobahn hat eine Baumaschinenvermietung eine neue Halle errichtet, die heute eingeweiht werden konnte. Für den Neubau hat das Unternehmen 2 Millionen Euro investiert. Um die Ansiedlung hatten sich mehrere Gewerbegebiete bemüht. Am Ende fiel die Entscheidung zugunsten von Reinsdorf. Nicht zuletzt die günstige Anbindung an die Autobahn ist ein wichtiger Standortvorteil für die Gemeinde. Ende der Woche endet die Umfrage zum Bürgerservice. Noch bis 6. Oktober können Zwickauer die ausgefüllten Fragebogen einreichen. Die Stadtverwaltung hatte die Erhebung am 29. August gestartet. Der Fragebogen ist nach wie vor im Rathaus erhältlich. Unter www.zwickau.de/Bürgerbefragung können die Fragen online beantwortet werden. Von den bisher 399 ausgefüllten Fragebogen wurden bis Ende letzter Woche 302 persönlich abgegeben. 67 erreichten die Stadtverwaltung online und 30 gingen postalisch ein oder wurden in den Briefkasten eingeworfen. Werbung. Everybody, everybody, both men and women,
Citroën Berlingo Multispace coolen Sound mit Klimaanlage und CD-Soundsystem schon ab 175 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Viele weitere attraktive Angebote jetzt bei den Citroën Techno Days. Citroën, Kreativtechnologie. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau Oberplanitz. Schlemmen Sie nach Herzenslust beim großen Globus Schlemmerabend am 30. Oktober in der Stadthalle Zwickau. Beginn ist um 19 Uhr. An über 80 Spezialitätenständen bleiben keine Wünsche offen. Lassen Sie sich überraschen von einem vierstündigen Bühnenprogramm mit abschließender Feuer-, Licht- und Soundshow. Eintrittskarten für 19,90 Euro erhalten Sie an der Globus Information. Kinder von 6 bis 12 Jahren zahlen nur 10 Euro. Die Gebrüder Weisheit präsentieren Zirkus Afrika. Erleben Sie ein einmaliges Zirkus-Event in absolut neuer und noch nie dagewesener Art. Fantasievolle Unterhaltungsshow für die ganze Familie. Im 1000 Personen fassenden Zeltpalast erwartet Sie ein Feuerwerk der Sensationen. Vom 12. bis 21. Oktober in Zwickau auf dem Platz der Völkerfreundschaft. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Nicht vergessen, 30. Oktober, der große Globus-Schlemmerabend in der Stadthalle Zwickau. Schlemmen ohne Ende. Diesmal geklappt mit dem neuen Job? Na, dann pass mal auf. Na bitte, geht doch. Hofmann Personal bietet Arbeitsplätze überall in Deutschland. Und? Wann bewerben Sie sich? Damit Sie sicher unterwegs sind. Mit besten Empfehlungen für Ihre Sicherheit. Wir sichern Ihr Zuhause mechanisch und elektronisch, dass Sie ruhig schlafen können. Beratung und Verkauf im hauseigenen Ladengeschäft. Wutzler Sicherheitstechnik auf der äußeren Schneeberger Straße in Zwickau, direkt gegenüber der IHK. Ungeklärt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag kurz vor 17 Uhr in der Heinrich-Braun-Straße ereignete. Ein 76-Jähriger hatte mit einem Citroën die Einbahnstraße in entgegengesetzte Richtung befahren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der PKW durchbrach mehrere Zäune und rollte durch zwei Vorgärten, bis er schließlich zum Stehen kam. Der Citroën-Fahrer und seine 75-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Am Fahrzeug und an den beiden Grundstücken entstand Sachschaden von insgesamt 8.000 Euro. Der Citroën musste durch ein Abschleppunternehmen mittels Kran geborgen werden. Auf der Kreuzung Erich-Mühsam- und Leibniz-Straße sind am Sonntagabend zwei Autos zusammengestoßen, wobei eine 44-Jährige leicht verletzt wurde. An den beteiligten PKW entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro. Gegen 18.15 Uhr war ein 22-Jähriger mit einem Renault Megane auf der Leibniz-Straße in Richtung Ernst-Grube-Straße unterwegs und missachtete an der Kreuzung die von rechts kommende Toyota Aygo-Fahrerin. In der Nacht zu Sonntag zwischen 22 und 5.30 Uhr haben sich Unbekannte über eine Baustellenampel am Kreisverkehr Stiftstraße in Steinpleis hergemacht. Sie warfen diese in den Straßengraben und beschädigten sie. Die Folge war, dass keine der beiden Ampeln mehr funktionierte und Polizeibeamte den fließenden Verkehr regulieren mussten, bis Abhilfe geschaffen war. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Kultur erleben, Freizeit gestalten, auch mit uns. Martin und Schwedler, Heimelektronik der neuesten Generation. Perfekter Kundenservice, damit Sie sich entspannt zurücklehnen können.
Martin und Schwedler in Steinpleis, Fachhändler für Löwe, Sharp, Panasonic und auch alle anderen Marken. Außerdem Servicepartner für Sky, Serien, Sport, Dokus und vieles mehr ohne Werbeunterbrechung. Martin und Schwedler auf der Hauptstraße 98 in Steinpleis bei Zwickau. Tanzen, als ob es erst gestern gewesen wäre. Diese Idee steckt hinter dem besonderen Jubiläum, das Gabriele Bozek am 3. Oktober gemeinsam mit allen Tanzbegeisterten in Zwickau feiern möchte, nämlich 10 Jahre Tanz im Mondstaubtheater. Dann versammeln sich alle Tänzer und Tänzerinnen, Gastdozenten, Musiker und Mitstreiter und bringen in Originalbesetzung sämtliche Werke, natürlich leicht gekürzt, noch einmal auf die Bühne. Beginn ist um 17 Uhr im alten Gasometer. Am 1. Oktoberwochenende lädt der Domhof Zwickau erstmals zu einem Erntedank- und Herbstmarkt ein. Frische Produkte aus der Umgebung in guter Qualität und direkt von Urproduzenten, das ist der Leitfaden dieses Marktes. Es erwartet alle Besucher eine Vielfalt an Produkten. Außerdem engagieren sich ortsansässige Institutionen. Zum Beispiel bietet das Brauhaus zum Thema Bierbrauen und Schnapsbrennen kostenfreie Führungen an. Im Wintergarten des Brauhauses können die Gäste eine Erntekronenausstellung der sächsischen Landfrauen besuchen. Auch die Priesterhäuser haben geöffnet. Dort kann der Kräutergarten des Museums besucht und an einer Teeverkostung teilgenommen werden. Der Markt ist an beiden Tagen bis 17 Uhr geöffnet. Das Kulturzentrum St. Barbara lädt am Sonntag zu einem Konzertleckerbissen ein. Zu Gast ist die R&B-Legende The Pretty Things und die Indie- und Alternative-Band AC Vibes. Los geht es um 20 Uhr. Dieses Hör- und Klangerlebnis sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Der regionale Sport wird präsentiert von Ihrer Mauritius Privatbrauerei Zwickau. Im dritten Auswärtsspiel der Saison gelang dem FSV endlich das erste Tor. Das Spiel beim Mitaufsteiger FSV Optik Rathenow endete 1:1. Tobias Fugmann konnte mit einem satten Schuss die Führung der Gastgeber ausgleichen. Am Mittwoch findet das Nachholespiel des FSV Zwickau gegen den FC Carl Zeiss Jena statt. Die Partie konnte seinerzeit wegen baulicher Mängel an den Zuschauertribünen nicht ausgetragen werden. Anpfiff am Tag der Deutschen Einheit ist um 13.30 Uhr und für das Spiel gilt eine erhöhte Sicherheitsstufe. Am Samstag um 15.30 Uhr begann die diesjährige Saison für den Basketball in Zwickau. Zuerst rollten die Mannschaften der RSC Rollis Zwickau und der Manhattan Skywheelers aus Frankfurt auf das Parkett. Die erste Bundesliga im Rollstuhlbasketball ist in diesem Jahr sehr interessant, da nahezu alle Teams ihre Kader entsprechend aufgestockt haben. Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau. Schon lange vor dem Spielbeginn hatten die Helfer der RSC Rollis wie immer die Halle bestens vorbereitet. Der Tagessponsor, das Globus Handelshaus Zwickau, präsentierte die Karten zum Schlemmerabend am 30.10. in der Stadthalle. Und natürlich waren auch die beiden Teams schon am zeitigen Nachmittag auf dem Parkett. Die Skywheelers aus Frankfurt am Main sind seit Jahren ein ernsthafter Konkurrent um die begehrten Playoff-Plätze in der deutschen Meisterschaft. Selten in einer ersten Bundesliga. Das Team besteht durchweg aus deutschen Spielern, davon aber immerhin 5 Nationalspieler, schon ein Achtungszeichen. Doch auch die Stärke der Zwickauer ist bekannt und so beobachteten sich beide Teams von Anfang an mit Argusaugen. Der Einlauf der Sportler gestaltete sich diesmal etwas länger, brachten doch die beiden Mannschaften schlappe 10 Paralympics-Teilnehmer auf das Parkett, die alle ein kleines Geschenk erhielten. Das Spiel selbst entwickelte sich schnell zum erwarteten Schlagabtausch dieser beiden starken Teams. Nachdem sich die Frankfurter in 7 Minuten bis auf 10 Punkte Differenz absetzen konnten, gelang es den RSC-Rollis danach immer wieder, sich heranzukämpfen. Vor allem Neuzugang Guest Chowdhury war oft erfolgreich, ihn hatten die Frankfurter Defense noch nicht ganz auf ihrer Liste. Dafür konnten sie anfangs Marcin Balsorowski recht gut neutralisieren.
Doch der auf 11 Spieler angewachsene Kader gab Trainer Kwatschenkow die Möglichkeit, regelmäßig zu wechseln. Der Spielverlauf war bis dahin völlig ausgeglichen. Keines der beiden Teams konnte sich entscheidend absetzen. Im vierten Viertel war dann Lowpointer Balserowski wie aus dem Nichts wieder da und versenkte Korb um Korb. Mit den letzten beiden Freiwürfen sicherte Rostislav Pohlmann den Zwickauern den Sieg in dieser wichtigen Auftaktpartie. Denn in 1,2 Sekunden Spielzeit ist an 3 Punkte praktisch nicht mehr heranzukommen. Die Freude über diesen Sieg war den Akteuren anzusehen. Und während sich die Basketballer des BC Energie schon für ihren Saisonauftakt warm machten, durfte die Ansprache von Günther Meier auch mal etwas länger ausfallen. In der englischen Woche geht es für die Rollis am Mittwoch nach Jena zu den Kapuz. Und am kommenden Samstag heißt es dann wieder Rollstuhlbasketball auf dem Scheffelberg. Die Eispiraten Grimmitschau kommen mit einer Niederlage zurück aus Landshut. Beim amtierenden Meister, den Landshut Cannibals, zogen die Westsachsen mit 6:2 den Kürzeren. Nach einem guten ersten Drittel steigerten sich die Gastgeber und nutzten ihre Chance konsequenter als die Grimmitschauer. Am Ende fiel das Ergebnis für die Leistungen beider Teams aber etwas zu hoch aus. Werbung. Sie leiden an Lungenkrebs oder sind betroffene Angehörige? Wir bieten Ihnen Hilfe beim Umgang mit dieser Erkrankung. Kommen Sie am 10. Oktober zu unserer Aktion Rückenwind in den Stadtratssaal an der Werdauer Straße. Hier informieren Sie Experten aus der Region und geben Hilfestellungen für den Alltag. In Gesprächsinseln können Sie Ihre ganz persönlichen Fragen stellen und mit anderen Betroffenen ins Gespräch kommen. Hotel Flexig in Giegengrün und Hartmannsdorf, der Idylle des oberen Landkreises. Aktive Erholung und Entspannung für den Gestressten, mit Küche vom Feinsten, mit öffentlicher Sauna und Schwimmbad. Flexig bietet alles. Das Clara Wieck Gymnasium ist eine lebendige Schule mit Profil. Es steht für eine kompetente Ausbildung in den Bereichen Naturwissenschaften, Sprachen, Kunst, Musik und Gesellschaftswissenschaften, für Kultur und harmonische Atmosphäre. Selbstverständlich erhalten die Schüler eine fundierte naturwissenschaftliche Ausbildung als Grundvoraussetzung für das Abitur. Zum Beispiel beginnend ab der 5. Klasse in Technik und Computer bis hin zum Physikleistungskurs. Außerdem bekommen die Schüler neben der ersten Fremdsprache Englisch ab der 6. Klasse Unterricht in Latein, Französisch oder Russisch. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, ab der 8. Klasse mit Spanisch eine weitere moderne Fremdsprache zu erlernen. Für das künstlerische Profil ab Klasse 8 entscheiden sich die Schüler durch die Verbindung der Fächer Kunst, Darstellendes Spiel und Informatik. Eigene Theatervorstellungen werden vorbereitet und aufgeführt. Als eine von nur 3 Schulen in Sachsen bietet das Clara Wieck Gymnasium ein musikalisches Spezialprofil ab Klasse 5 an. Dieses wendet sich an die musikalisch interessierten Schüler und ermöglicht ihnen eine Fortführung und Vertiefung ihrer Musikausbildung im Leistungskurs Musik. Bei uns sind alle Kinder herzlich willkommen. Wir haben uns die individuelle Förderung auf die Fahne geschrieben und die reicht von der Nachhilfe bis hin zum Unterricht für Hochbegabte. Im Mittelpunkt steht natürlich der Fachunterricht. Und hier können wir durch verschiedene organisatorische Maßnahmen kleine Lerngruppen bilden und so auf jedes Kind individuell eingehen. Clara Wieck Gymnasium, eine lebendige Schule mit Profil. Nicht vergessen, 10. Oktober ab 17 Uhr, Aktion Rückenwind. Hier erhalten Sie Hilfe bei der Diagnose Lungenkrebs. Drei Buchstaben, die wir alle verstehen. Drei Buchstaben, die unser Land bewegten. Drei, die unsere Konventionen hinterfragt und unsere Kommunikation revolutioniert haben. Drei Buchstaben, die unsere Beziehungen veränderten. Hier sind 3 weitere. STI steht für sexuell übertragbare Infektionen. Wenn etwas einen Namen hat, kann man darüber sprechen? Informier dich.
du schon wieder nicht schlafen? Ich habe so schlecht geträumt. Möchtest du, dass ich morgen einen schlechten Tag habe? Nein. Nur weil du nicht schlafen kannst? Jetzt ist Schluss. Na komm. Steht das Barometer auf heiter. Ob natürlich schöne Augenblicke, Tagträume oder Wohnträume, wir bieten Ihnen Räume für Träume. Wevobau, kleine Miete, ruhiger Schlaf. It's the way back home. Der Dienstag wird ein richtig schöner goldener Herbsttag. Der ganze Tag bringt Sonne satt bei leichter Bewölkung. Niederschläge werden nicht erwartet. Das Thermometer zeigt angenehme Werte zwischen 8 und maximal 18 Grad. Dazu weht ein leicht böiger Wind aus Südwest. Tja, meine Damen und Herren, und mit meiner Anwesenheit habe ich dann dieser Sendung zum Schluss noch Gewicht verliehen. Fast 3 Zentner oder habe mit meinen Pfunden gewuchert. Ach, lassen wir das einfach. Meine Waage kennt nur eine Anzeige und das ist E für Error. Ich hoffe, dass Ihre Fernbedienung nur eine Anzeige kennt, nämlich das Programm von Television Zwickau. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen 19 Uhr wieder einschalten. Bis dahin, tschüss. Television Zwickau.